Stress. Yeah. So, heute gibt es ein Video zum richtigen Mindset. Zu einem positiven Mindset, weil das Richtige gibt es vielleicht nicht. Mir geht es darum, euch zu erklären, wie ich an Sachen rangehe, bevor ich in Stress komme, was ich mache. Ihr merkt es gerade, ich bin jetzt auch ein bisschen stressig, ich schwimme gerade ein bisschen. Was ich mache, um mich auszugleichen. Und was ich gerade gemacht habe, das werdet ihr gleich sehen, wenn ihr dran bleibt. Also, bis gleich. Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und heute geht es darum, wie ihr Stress vermeiden könnt. Und ich habe euch ein paar richtig gute Tipps mitgebracht. Also, wenn ihr wollt, bleibt dabei. So, das Erste ist, also Stress ist ja gar nicht unbedingt was Negatives. Stress ist wichtig, um überhaupt Leistungsfähigkeit zu haben. Nur zu viel Stress sorgt dafür, dass wir überfordert sind und im schlimmsten Fall sogar einen Blackout haben. Aber die richtige Anforderung sorgt dafür, dass ihr ja in diesen Flow-Bereich kommt. Ihr wisst schon, das sind diese Sessions, wo man um 4 Uhr plötzlich denkt, morgens, wo ist denn die Zeit geblieben? Wir wollten doch eigentlich nur bis 10 spielen. Ja, diese Sessions, die im Flug vorübergehen und an die man sich nachher immer wieder erinnert. Solche Sessions kann ich euch natürlich nicht versprechen, aber ich kann euch helfen, da vielleicht leichter hinzukommen. Ja, ich habe euch 5 Tipps mitgebracht, wie man am besten oder wie die Chance steigt, dass man in diesen Flow-Zustand kommt, wo wirklich alles super ist. Und Tipp 1 ist vorbereiten. Wie bereitet man sich vernünftig vor? Also, ich selbst suche immer nach einer guten Balance zwischen zu viel und zu wenig. Also im Prinzip genau richtig. Das bedeutet für mich, dass ich meine NPCs gut vorbereite. Mein Tipp ist da, sich eine Karteikarte für jeden NPC zu suchen und auf die Vorderseite ein Bild zu machen, was man auch an den Spielern zeigen kann, und auf die Rückseite so kleine Regieanweisungen zu schreiben. Was hat er für Ziele? Wie sieht er aus? Okay, das sieht man vielleicht auf dem Bild, aber wie spricht er? Ich möchte natürlich ganz anders sprechen, wenn ich den alten Mann von der Fensterbank spiele, wie vorhin, als wenn ich die Stadtwache spiele, die sehr streng ist und mit denen gar nichts irgendwie davon hält, wenn Abenteurer in die Stadt kommen. Also, erster Tipp, Karteikarten gut vorbereiten. Die zweite Sache, die ich habe, ich habe meistens so ein DIN-A4-Blatt, ich habe so die wichtigsten Monster oder alle Monster, die vorkommen könnten, zur Not vorkommen könnten, mir aufgeschrieben mit Stats und mit wichtigen Sachen, die ja, also Sonderangriffe und Immunitäten und sowas. Das steht alles auf dem Blatt. Und Trefferpunkte und AC. Also alle wichtigen Sachen, die ich brauche. Meistens mache ich mir eine kleine Tabelle von dem, was ich mir überlege, und drucke mir die aus. Das dritte ist, was sind die wichtigsten Punkte im Plot? Also was darf ich auf keinen Fall erzählen? Das streiche ich mir meistens gar noch an. Und das wäre ja sowas wie den Hauptgegner schon im ersten Kapitel aufkommen lassen und die Charaktere töten ihn versehentlich. Sowas sollte natürlich nicht passieren. Fehlt noch was? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Was macht ihr noch dabei? Eine Sache, die ich selten mache, aber die manchmal vorkommen kann, die Spieler überraschen mich mit irgendwas, was ich überhaupt nicht eingeplant habe. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder sage ich denen, okay, Leute, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das hätte ich nicht gedacht. Könntet ihr euch vorstellen, was anderes zu machen, dass wir den Film kurz zurückdrehen? Ich weiß, das ist umstritten, und machen das nicht, dann kann ich das zum nächsten Mal vorbereiten. Oder ich sage mir innerlich, yeah, Stress. Das heißt, eine Herausforderung kommt zu mir und ich möchte versuchen, dieser so positiv und so gut wie möglich zu begegnen, weil ich daran lerne, weil ich daran wachse und weil ich dann nachher einen Schritt weiter bin als vorher. Ich habe eine schwierige Situation, die mich normalerweise in Stress gebracht hätte, habe ich überwunden. Das macht einen stark. Also, versucht es mal. Vielleicht könnt ihr euch ja auf die zweite Möglichkeit einlassen. Wenn ihr seht, dass es überhaupt keinen Sinn hat, fragt eure Spieler nach Nummer 1 und sonst bittet ihr sie kurz um Zeit.
Punkt 2. Da geht es darum, entspannt zu spielen. Also nicht zu entspannt, also nicht ganz ohne Stress. Es soll wirklich ein bisschen herausfordernd sein. Dann macht es mehr Spaß. Dann kommt ihr auch in diese Bereiche, wo ihr leistungsfähiger seid. Aber eben nicht zu viel Stress. Und da gibt es verschiedene Punkte, die ich mache, wenn ich merke, oh, jetzt komme ich gerade in Stress. Als erstes würde ich sagen, ja, Stress ist ja eine subjektive Sache. Was den einen stresst, stresst den anderen überhaupt nicht. Ich gebe da gerne dieses Beispiel mit dem Hund. Ja, wenn ihr Hundekenner seid und es kommt euch ein Hund auf euch zugerannt, dann könnt ihr die Körpersprache des Hundes vielleicht lesen und sagen, okay, ich mache jetzt das und das, dann wird der Hund mich nicht angreifen. Wenn ihr euch mit Hunden aber nicht auskennt, und der Hund rennt euch auch vor und ihr auf euch zu und ihr habt vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Erstmal denkt ihr, okay, egal was der Hund macht, der ist so klein, den kann ich fertig machen. Oder ihr denkt euch, oh Mist, der ist ja riesig, das schaffe ich gar nicht. Und dann ist der Punkt erreicht, wo ihr Stress bekommt. Und ja, dieser Stress wirkt natürlich so, dass ihr im schlimmsten Fall irgendwie Blackouts habt und gar nichts mehr hinkriegt. Wenn ihr aber denkt, dass ihr eine Situation lösen könnt oder zumindest eine gute Chance habt, die zu lösen, dann steigt der Stresspegel bei euch gar nicht erst an. Also ist eine subjektive Sache und man kann sich das natürlich auch immer so ein bisschen schönreden. Was ich auch mache ist, ich versuche die Situation und die eigenen Gedanken dazu wahrzunehmen. Wenn ich jetzt im Kopf gerade ein großes Oh nein, so ein Mist habe, dann wird das schwieriger. Also erstmal wichtig ist, Sachen wahrzunehmen. Und dann kann man schon besser damit umgehen. Das verlangt ein bisschen mehr von einem, weil man so die Ebene wechseln muss. Was denke ich jetzt gerade, statt ich bin jetzt gerade. Ja, also das verlangt ein bisschen mehr von einem. Aber das ist ein super Punkt. Was denke ich jetzt gerade? Und in dem Moment, wo ich mir sage, was denke ich jetzt gerade, bin ich ja schon auf dieser Metaebene, nicht zu verwechseln mit der Spielmetaebene, auf der Metaebene, wo ich mich sozusagen beobachte und sage, okay, was denke ich jetzt gerade? Ah ja, ich denke jetzt gerade, dass ich das nicht schaffe. Okay, und dann kann ich darüber nochmal nachdenken. Atmen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also 3 tiefe Atemzüge nehmen, das kann einen schon extrem entspannen. Es gibt so eine Feedbackschleife zwischen Körper und, ich sag mal, Geist. Das heißt, ihr seid gestresst, die Atmung wird flacher, also euer Körper reagiert darauf. Dadurch merkt die Seele wieder oder das Gehirn merkt wieder, oh, der atmet flach, irgendwie scheint Stress zu sein und macht es noch schlimmer. Wenn ihr dieses Feedback unterbrechen wollt, dann hilft es einfach mal, tief einzuatmen. Mache ich jetzt auch mal. Der nächste Punkt ist nämlich, ich fahre die Geschwindigkeit runter. Also ich mache es bewusst langsamer. Was ich auch schon im Intro gemacht habe, als ich noch ein bisschen hibbelig war mit diesem Video, dann habe ich auch die Geschwindigkeit des Videos runtergenommen. Ihr merkt auch gerade, ich gehe ein bisschen von der Kamera weg, also lehne mich ein bisschen zurück, bin ein bisschen entspannter, nehme Geschwindigkeit raus und dann verschafft man sich dadurch mehr Zeit, über das, was man machen möchte, nachzudenken. Und diese mehr Zeit ist natürlich sehr hilfreich. Okay, die Spieler wollen jetzt das und das machen. Ich habe das nicht vorbereitet. Aber ich könnte ja, okay, ich habe eine Idee. Das heißt, der Stress ist schon wieder ein bisschen weiter weg, weil ihr sagt, ich habe schon eine Lösung vielleicht. Und habe ich ja gerade erklärt, in dem Fall, wo man sich selbst die Möglichkeit zugesteht, die Situation zu lösen, ist man ja schon wieder weniger im Stress. Negative Gedankenmuster durchbrechen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ja, es ist wichtig, die Gedanken bewusst wahrzunehmen, das ist der erste Schritt, und die dann zu durchbrechen. Also wenn ich in meinem Kopf habe, oh nein, ich schaffe das nicht und nehme das wahr, dann kann ich das für mich umformulieren. Jetzt war ich auch gerade wieder zu schnell und habe langsamer gemacht. Ihr merkt, ich arbeite mit dem, was ich euch erkläre. Also,
Ich werde langsamer. Nein, stimmt nicht. Ich war bei den Gedankenmustern. Ich stelle fest, ich denke, dass ich es nicht schaffe. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe ja eine ähnliche Situation vielleicht schon mal gehabt. Und eigentlich habe ich das Modul auch richtig gut im Kopf und habe viel vorbereitet. Das ist doch bestimmt machbar. Und schon bin ich auf einer anderen Ebene. Ich bin nicht mehr in der Opferebene, oh nein, ich schaffe das nicht, sondern ich bin in der Macherebene. Das heißt, ich schaffe das, ich kriege das hin, ich habe die Kompetenz, das hinzubekommen, weil ich so viel außenrum weiß, dass mir das gelingen wird. Und dann ist der Stress wieder schon wieder weniger und es macht mehr Spaß. Und übrigens ist das genau der Level, wo ihr extrem wachsen könnt. Also Stress ist wirklich ein super Ding, wenn man es richtig nutzt und nicht irgendwie in diese Falle tritt. Wenn so gar nichts mehr klappt, dann hilft es auch manchmal, sich die Zeit zu nehmen, sich das Schlimmste vorzustellen und dann wirklich einfach noch einen Schritt weiter zu denken. Also, okay, ich habe das Modul nicht so gut vorbereitet, da wo die Spiele jetzt hinwollen. Okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die Spieler sind sauer, dass ich das nicht gut vorbereitet habe. Ist das wahrscheinlich? Das ist an einigen anderen auch schon mal passiert, die mal geleitet haben. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich irgendwie wenig Zeit hatte. Ich glaube nicht, dass sie sauer sind. Okay, vielleicht sind sie ja doch sauer. Und dann, sie hören auf zu spielen. Okay, das wäre schade. Aber, naja, wir haben ja auch öfter schon mal Streit gehabt. Ich finde auch vielleicht eine neue Gruppe, wenn die so mit mir umgehen. Und ihr merkt schon, also das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass die Runde sich in dem Moment auflöst. Aber das wird aller Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Ihr werdet selbst sehen, dass die Leute irgendwie nicht eure Runde verlassen, nur weil ihr irgendwas nicht gut vorbereitet habt. Da muss einiges schon vorher passiert sein. Und wenn ihr ja zum Beispiel meine Videos anschaut oder sich euch andere Sachen anschaut und euch mit der Materie beschäftigt, wie man gut leitet und den Willen habt, gut zu leiten, ohne Leute zu manipulieren, dann wird das nicht passieren. Ja, wenn ihr wertschätzend mit Menschen umgeht, werden sie euch wahrscheinlich zumindest auch so begegnen. Also die Sachen, die passieren können, wenn man sich das Schlimmste vorstellt, stellen sich oft als gar nicht so schlimm heraus. Ja, was ich persönlich tue, wenn die Situation stressig wird, ist meistens, dass ich erstmal so sage. So mit viel Ausatmen. Und dann mache ich es langsam. Habe ich ja alles schon erklärt. Also das ist jetzt das, was ich wirklich selbst mache. Dann mache ich langsamer. Und wenn es jetzt ganz schlimm ist, dann bitte ich darum, dass wir kurz eine Pause machen. Dann sage ich, dass mir das gerade zu viel ist oder dass ich das gerade nochmal nachlesen möchte und ob es okay wäre, wenn wir eine Pause machen. Die wenigsten Spieler werden sagen, also meine haben es noch nie gesagt, nö, jetzt wollen wir aber weiterspielen, wenn du jetzt eine Pause machst, dann gehe ich nach Hause. Also einatmen, ausatmen, vielleicht dreimal, langsam werden und überlegen, wie ich die Situation wirklich schaffen kann. Mehr ist meistens gar nicht nötig. Dieses So übrigens habe ich auch schon so viele Videos herausgeschnitten, weil mich das immer noch stresst, hier vor der Kamera zu sprechen. Ich hoffe, das merkt man nicht zu sehr. Natürlich, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber es ist auch eine ganz besondere Situation, hier vor so einer Kamera so zu sprechen. Und ja, ist natürlich was ganz anderes, als wenn ihr mir hier gegenüber sitzt. Und manchmal ist das schwierig, meistens klappt es. Und natürlich durch die Erfahrung wird es auch immer besser. Aber ich sehe es auch bei Kollegen, die Spielleitung machen. Ich sehe, dass die langsam werden. Ich sehe, dass die so sagen. Ich sehe, dass die sich mal zurücklehnen und entspannen, wenn es schwierig wird. Schaut euch mal ein paar Streams an. Also es ist mir schon total oft aufgefallen. Und ich glaube, es wird euch auch auffallen, wenn ihr wisst, worauf ihr zu achten habt. Okay. Ein ganz wichtiger Punkt ist Selbstimmersion. Also ich muss dafür sorgen, dass ich auch gut im Abenteuer bin. Ja, und wie mache ich das? Im Endeffekt mache ich das, indem ich mir ja die NPCs schauspielere, indem ich wirklich den alten Mann auch etwas alt sein lasse und mir überlege, wie er ist. Oder das fröhliche Kind springt über die Straßen und singt ein Lied. Wenn ich mich wirklich in die Charaktere reinversetze, dann
dann komme ich auch tiefer in die Geschichte rein. Und das ist ja ein super Punkt, oder? Das mit der Karteikarte, das habe ich ja schon erklärt. Also die NPCs für sich selbst auch einmal vielleicht ein Bild auf die Vorderseite machen. Wie sieht er aus? Wie stelle ich mir den vor? Und dann auf die Rückseite vielleicht auch nochmal schreiben, ja, wie ist der so, was sind seine Ziele, was ist wichtig bei dem Charakter und wie spricht der, wie ist der, wie benimmt er sich? Ist das so ein Rüpel? Hey du, Idiot, geh mir aus dem Weg. Oder es ist so ein Gentleman. Entschuldigen Sie bitte, Sie gehen auf meiner Straße. Also, da... Und es macht einfach auch mordspaß, sich das vorher zu überlegen und die Leute dann so auszuspielen. Und wenn man so einen Stapel von Karteikarten hat, dann kann man auch Charaktere immer wieder kommen lassen, was aber auch schön ist. Weil die Spieler lieben es, wenn Charaktere, die sie mögen, immer wieder auftauchen. Des Weiteren ist es wichtig, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, dass ich die richtige Musik habe. Und Vorsicht, die falsche Musik führt bei mir tatsächlich zu einem totalen Immersionsverlust. Deswegen ist es so wichtig, dass es die Musik hat, dass es die Musik gibt, die ich mir für die Szene vorstelle, wenn ich leite. Natürlich kann ich das nicht von einem Spielleiter verlangen, dass er, wenn er mich leitet, meine Musik auflegt, so wie ich es mir gerade vorstelle. Aber ich erwarte schon, dass er sich Musik überlegt, die zu der Szene passt, wie er sie beschreibt. Also altes, zerfallenes Haus mit quietschenden Holzdielen, ja, die möchte ich auch hören. Ich möchte auch hören, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich möchte vielleicht dissonante Klänge haben. Wie gesagt, wichtig ist wirklich, sich gut zu überlegen, was man machen kann. Und mir hilft es, selbst auch besser einzutauchen. So, das waren meine Tipps zum Spielleiten oder zum DMing. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und wenn ihr noch Tipps habt, schreibt es doch in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Das war's für heute. Bleibt gesund und munter vor allen Dingen und spielt, was das Zeug hält. Bis bald, euer Martin. Tschüss.